Fühlst du dich manchmal allein in deinem Wunsch, die Grenzen des Alters in der Liebe zu überschreiten? In einer Welt, in der die Zeilen zwischen den Generationen verschwimmen, ist es an der Zeit, alte Vorurteile zu hinterfragen. Und genau deswegen tauchen wir heute ein in die Welt des Generational Blend Romance, um zu erkunden, warum es völlig in Ordnung ist, einen älteren Partner zu haben. Dein Weg raus aus Beziehungskrise, Trennung und Liebeskummer. Zurück ins Beziehungsglück. Ralf, das ist ja unser dritter Podcast in 2024 und es geht um den nächsten Trend des Generational Blend Romance. Warum ist es wichtig, dass wir diesen Trend heute aufgreifen? Weißt du, Felix, wir haben das so oft, dass wir hier Paare haben, die sich gerade trennen und es immer wieder auf das Thema Altersunterschied zurückkommt. Ja, aber sie ist ja viel jünger als ich oder er ist viel älter und ich habe ja gar keine Chance. Und das sind alles Vorurteile und lass uns das damit aufräumen. Lass uns bitte heute mal darüber sprechen, welche Vorteile es vielleicht auch gibt. Warum darfst du auch mit einem älteren Menschen oder mit einer jüngeren Menschen zusammen sein? Weil es ist diese Bewertung in dieser Welt, wird entweder, es gibt nur schwarz oder weiß. Hast du schon mal gemerkt, es wird immer, es ist gut oder nicht gut? Und damit wollen wir endlich mal aufräumen, weil es gibt auch den Bereich dazwischen. Ja, und wir dürfen Dinge auch mal annehmen, weil sie einfach so sind und nicht immer alles bewerten, sondern einfach mal auf die Dinge schauen und sie akzeptieren. Und warum es gut ist, warum es auch sinnvoll sein kann, dass ihr nicht im selben Alter seid, darum wollen wir heute reden, das wollen wir mal aufdecken und euch zeigen, dass auch der Altersunterschied absolute Vorteile mit sich bringt. Genau so ist es. Und im Endeffekt, auch wenn es jetzt heißt, es ist ein Trendthema für 2024, wie der Ralf das schon sagt, wir haben ja schon seit einigen Jahren Klienten, die mit einem Altersunterschied oder einem Thema mit dem Altersunterschied zu uns kommen. Deswegen ist das gar nicht so neu. Es ist halt nur noch nicht so publik. Es kommt sehr selten vor. Früher, ne, Heidi Klum hat ja auch einen sehr jungen Partner. Da haben noch alle gesagt, geht das? Ist das völlig in Ordnung? Ja, es ist völlig in Ordnung. Und genau deswegen sprechen wir heute auch mit dir darüber. Erzähl doch mal, Ralf, warum ist es denn gut oder welche Vorteile bringt es denn überhaupt mit sich, so eine Beziehung zu führen oder überhaupt darüber nachzudenken, ob das okay ist, so eine Beziehung zu führen? Weißt du, ich möchte mal das erste Vorteil oder warum könnte es gut sein? Weil natürlich die Reife und die Lebenserfahrung hier eine wichtige Rolle spielen. Weißt du, wenn du etwas älter bist, wenn du schon etwas mehr Erfahrung hast, dann bringst du natürlich auch deutlich mehr Lebenserfahrung und gleichzeitig auch emotionale Reife in eine Beziehung ein. Und das ist oft der Grundstein für gegenseitiges Wachstum und Unterstützung. Und darum geht es in einer Beziehung. Eine gute Beziehung geht doch darum, sich gegenseitig weiterzuentwickeln, sich zu unterstützen im Erreichen der, ja, auch gemeinsamen Ziele. Und weißt du, je erfahrener Menschen sind, desto breiter ist natürlich auch das Spektrum, auf Dinge zu schauen, Dinge auch in die Umsetzung zu bringen. Und deswegen ist es so wichtig, auch für dich mal dahin zu schauen. Was ist denn das Vorteil, das du von außen immer hörst? Und welchen Vorteil könnte es vielleicht auch in der Lebenserfahrung für dich bringen, wenn du einen Partner hast, der etwas älter ist als du, der schon mehr erlebt hat, der dich unterstützen kann bei den nächsten Schritten? Jeder erfolgreiche Mensch, auch im Business, hat einen Mentor. Hat jemand, zu dem er aufschaut, der schon da ist, wo man selber vielleicht mal hin möchte. Und das dürfen wir doch auch in der Partnerschaft nutzen. Es ist doch nicht verboten, jemanden in der Partnerschaft zu haben, der vielleicht schon etwas mehr erlebt hat, etwas mehr erreicht hat und sozusagen auch ein guter Unterstützer hin zu deinen eigenen persönlichen Entwicklungen sein kann. Und deswegen ist es sogar manchmal sehr, sehr gut, einen Menschen im Leben zu haben, auch in der Partnerschaft, der etwas mehr Erfahrung hat. Das ist richtig cool, was du gerade erzählst, Ralf. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Da ist mir jetzt aber gerade in den Sinn gekommen. Ich bin ja letztens beim Dr. Joe Dispenza in Cancun gewesen auf seinem Seminar und er hat etwas Ähnliches erzählt. Er hat gesagt, wenn man doch auf so einem Seminar ist, wo man neue Leute kennenlernt, dann sollte man sich einen Menschen suchen mit möglichst großem Altersunterschied. Also möglichst alte Menschen mit möglichst jungen zusammenschauen, dass möglichst viel Altersunterschied dabei ist, weil es wissenschaftlich bewiesen ist, dass wir mehr lernen,
wenn wir mit einem Menschen zusammen sind, der einen größeren Altersunterschied hat, also der von uns deutlich weiter weg ist, weil wir uns emotional viel tiefer mit diesem Menschen verbinden und auch kognitiv viel mehr dazulernen können. Und der hat das natürlich wissenschaftlich untersucht und das fand ich sehr spannend und deswegen super cool, dein Tipp, den du gerade gesagt hast, weil das ist natürlich einer der Gründe, warum es gut ist, einen älteren Partner oder eine ältere Partnerin zu haben. Was gibt's denn noch für Gründe, warum es gut ist, einen älteren Partner zu haben? Ich möchte mal auf was anderes hingehen, ne? Die Gesellschaft. Weißt du, dieses Tabuthema ältere Partnerschaft, ne, jung und alt, kommt aus der gesellschaftlichen Entwicklung. Eigentlich ist es uralt. Gleichaltrige sollen miteinander zusammen sein. Such dir doch jemanden in deinem Alter. Und heute, und das ist das Spannende, wird immer mehr hinterfragt, inwiefern ist das wirklich richtig und wichtig. Denn es geht doch nicht darum, ob dein Alter schon der Unterschied da ist, sondern es geht doch darum, ob die Werte trotz Altersunterschied die gleichen sind. Ist das Ziel, dass Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung haben, die ihr in eurer Beziehung habt, die gleichen? Könnt ihr euch gemeinsam hin zu dem einen oder anderen orientieren? Das ist doch viel wichtiger als das Alter. Nämlich, wohin soll die Reise gehen? Was sind eure Werte? Und schau mal, merkst du gerade schon, ne, wenn du dich damit verbindest, ja, dass ihr gemeinsam dieselben Werte habt, obwohl ihr nicht im selben Alter seid, ist das viel verbindender, als dahin zu gucken, am Ende mit jemandem zusammen zu sein, der nicht dieselben Werte teilt, aber am Ende in deinem Alter ist. Also hör auf mit den Tabus, ja, hör auf, da immer drauf zu schauen, sondern brich die doch mal und hinterfrag das doch mal. Inwiefern ist es mir wichtiger, ist es dir wichtiger, die Werte mit deinem Partner, mit deiner Partnerin zu teilen? Da habe ich gleich mal eine Rückfrage zu dem Wertethema. Ist es nicht so, dass wenn wir in bestimmten Zeiten aufwachsen, mit bestimmten Trends im Hintergrund und bestimmten sozialen Normen, dass wir dann automatisch Werte entwickeln, die so gesellschaftlich akzeptiert sind. Und wenn jetzt jemand 20 Jahre jünger ist, der oder die ganz andere Werte entwickelt durch die gesellschaftlichen Normen. Ja, ich finde es total spannend, was du gerade sagst. Ja, weil Werte und Normen sind ja zwei große Unterschiede. Denn die Werte, deine Werte, achte mal, deine Werte sind die Dinge, die dich glücklich machen. Wenn du deine Werte erfüllt siehst, merkst du, dass es dich zufrieden macht, dass du ein Strahlen im Gesicht kriegst. Während Normen Werte anderer Menschen sind, die wir übernehmen. Und das ist das, was bei uns in der Erziehung passiert, gerade auch in der Vergangenheit. Wir kriegen mitgeteilt, was, du musst das so machen, du musst das so. Räum dein Zimmer auf, sei nicht mit einem älteren Menschen zusammen. Nee, das sind keine guten Freunde für dich. Und du entwickelst daraus eine bestimmte Norm. Was wird gesellschaftlich auch von meinem Umfeld akzeptiert und was nicht? Deine Werte entsprechen deiner eigenen Person. Das ist das, was du bist, wer du bist. Deine Authentizität, wie man so schön sagt, entspricht deinen Werten. Und wenn du dich zu deinen Werten hin entwickelst, wirst du merken, dass du immer wieder, immer zufriedener, noch glücklicher wirst. Wie Felix immer so schön sagt, ne? Und es wird noch besser und noch besser und noch besser. Und genau darum geht's. Die eigenen Werte zu erkennen. Wenn du jetzt Menschen hast, unabhängig wie alt er ist, der die Werte mit dir teilt, wirst du merken, dass es dir viel, viel wichtiger ist, diesen Wert zu haben, als auf die Norm Altersunterschied zu schauen. Ich habe einen Freund, der Stefan. Der Stefan hat, ich weiß auch, das ist jetzt viele Jahre her, dass er mich damals kontaktiert und sagt, du Ralf, ich habe eine Frau kennengelernt. Aber weißt du was? Die ist 8 Jahre älter. Und der war am Zweifeln. Und ich fragte, ja, und was willst du mir jetzt damit sagen? Ja, die ist halt viel älter als ich. Stefan, liebst du sie? Ja, ich lieb sie. Teilt ihr dieselben Werte? Ja, das tun wir. Schaut ihr gemeinsam in dieselbe Zukunft? Ja, das tun wir. Stefan, Attacke, das ist deine Frau. Schnapp sie dir. Das war meine Antwort. Und das kannst du auch. Was glaubst du, warum haben gerade Männer Probleme damit, sich eine ältere Frau zu suchen? Oder zu akzeptieren, dass die Frau auch älter sein darf, mit der ich eine Beziehung habe? Ich persönlich glaube, dass es der aktuellen Schönheitsidealpolitik geschuldet ist. Wir kriegen von den Medien gezeigt, wie muss der ideale Mensch aussehen, wie muss die ideale Frau sein. Ich denke mal so an Barbie oder diese ganzen aufgehübschten Fotos auf den ganzen Zeitschriften. Da ist ja die Frau gar nicht mehr, wie sie wirklich ist, sondern sie wird ja retuschiert, das wird ja jede Falte rausgenommen. Und das ist ein Bild, dass Menschen in den Kopf gesetzt wird. So muss die Person sein, mit der du zusammen bist. Ein Grund dafür, dass sich viele Männer eher nach dem jüngeren Alter orientieren. Ein Grund dafür, ja, weil sie einem bestimmten Schönheitsideal nachahmen.
Der andere Grund kann dann natürlich auch sein, Menschen, Kinder, ich hole mir auch nochmal etwas mehr meine eigene Jugend wieder zurück. Ich kann nochmal neu aufblühen im Beisein eines jüngeren Menschen. Nochmal meine Idee, und jetzt ist das Wichtige, pass auf, hör mal drauf, meine eigene Idee von Leben nochmal neu gestalten. Raus aus dem Trott, rein wieder zurück in die Leichtigkeit, in die Inspiration meines Lebens. Das könnte der zweite Punkt sein, der dahin führt. Manchmal, gerade so in Mitte 50, stellen viele fest, dass sie ein Leben leben, das sie eigentlich so nicht wollten. Dass sie sich das ganz anders vorgestellt haben. Wir alle haben eine Vision von dem, wie soll unser Leben sein, und wir haben die Realität, wie wir unser Leben leben. Und je älter wir werden, ja, kommt irgendwann der Punkt, an dem uns bewusst wird, Menschenskinder, ich habe nicht mehr so viel Zeit in der Zukunft. Aber das, was ich eigentlich vorhatte, habe ich noch nicht erlebt. Und jetzt schauen wir zurück und versuchen möglicherweise nochmal etwas mehr Lebensfreude in das Leben zu bringen. Das nochmal neu zu gestalten, vielleicht nochmal einen neuen Anfang mit einer Partnerin, die gerade 35 vielleicht ist, weil es das Alter ist, wo ich nochmal anschließen wollte. Achte mal für dich selber drauf. Ja, deswegen ist so wichtig, heute mal zu schauen, wie soll mein Leben sein und die Dinge zu tun, die wirklich deinem echten, wahren Ich, deinen Interessen, deinen Zielen entspricht. Die Dinge zu tun, die dich mehr in die Erfüllung bringen. Jetzt haben wir über die Männer gesprochen und es scheint ja aus der Vergangenheit auch so, als wären die Männer eher dazu geneigt, sich jüngere Partnerinnen zu suchen. Aber auch Frauen suchen sich ja gerne mal einen jüngeren Partner, vor allem, das kennen wir bei uns von unseren Klienten, in den Trennungsphasen, dass sich die Frauen mal einen jüngeren suchen, weil sie Angst haben, dass sie irgendwas verpasst haben. Stimmt das? Ja, auch das kommt vor. Es kommt alles vor. Ja, es gibt das eine wie das andere. Auch das kommt vor. Und spannend ist eher, dass viele feststellen, nee, ich will da gar nicht wieder zurück. Ich bin schon viel weiter. Und ich möchte gar nicht wieder dieses kindliche Verhalten zurück in mein Leben holen, sondern erst über diese Erfahrung feststellen, Mensch, da wo ich bin, ist gut. Und von da noch weiter. Das ist hoch faszinierend. Manchmal müssen wir zurückschauen, um zu sehen, was wir eigentlich schon alles geschafft haben und was du noch alles erreichen kannst. Das bedeutet also, dass wenn sich meine Partnerin getrennt hat und jetzt zwischendurch mal einen neuen Partner hat, dass ich mir da keine Sorgen machen soll, weil es da bestimmt auch einen Ausweg für gibt. Ich glaube, da müssen wir eine Podcast-Folge drüber machen, oder? Da sollten wir eine eigene Podcast-Folge drüber machen, aber am Ende hast du eins recht. Es geht immer um das persönliche Wachstum. Und auch eine Beziehung mit einem gleichaltrigen oder auch älteren Partner kann eine Gelegenheit sein, von der Lebenserfahrung, vielleicht auch der Weisheit und den Perspektiven zu lernen und persönlich zu wachsen. Und das ist, was viele Menschen wollen. Sie wollen sich persönlich weiterentwickeln. Sie wollen persönliches Wachstum. Und wie du es gerade sagtest, manchmal müssen wir uns einmal zurückorientieren, um festzustellen, dass es das nicht ist, sondern du möchtest viel mehr in das Wachstum, ne, nach vorne. Und das kann dir auf jeden Fall ein älterer Partner ganz, ganz häufig geben. Dann habe ich noch eine kleine provokative Frage. Bedeutet das also, dass wenn der Jüngere sich jemand Älteren sucht, er möchte wachsen und sich weiterentwickeln, bedeutet das, wenn der Ältere dann den jüngeren Partner oder die jüngere Partnerin akzeptiert, dass dieser Mensch sich nicht mehr weiterentwickeln möchte? Nee, würde ich so nicht sehen. Vielleicht ist es sogar das gemeinsame Wachstum. Vielleicht ist es auch, weißt du, stell dir vor, du bist älter und du hast eine jüngere Partnerin. Dann kannst du dieser jüngeren Partnerin natürlich auch begleiten und mit ihr, ja, auch ganz, ganz neue Wege gehen. Weil das, was ihr schon erreicht habt, wisst ihr schon. Und jetzt könnt ihr gemeinsam auf Basis der eigenen gemeinsamen Erfahrungen auch nochmal etwas Neues in die Perspektive bringen. Weißt du, das ist dasselbe wie mit einem Mentor. Wenn der Mentor jemanden begleitet, der nicht so weit ist wie er, ja, was will er damit sagen oder ausdrücken? Es gibt Menschen, die geben gerne ihre Erfahrung weiter und wollen mit der gemeinsamen, vielleicht auch mit der jugendlicheren Perspektive, mit der moderneren, flexibleren Methode vielleicht nochmal etwas Neues ausprobieren, einen anderen Weg gehen. Und du kennst das selber auch, je älter wir werden, desto festgefahrener sind wir manchmal auch in unserer Routine und unserem Trott. In unserem Alltag. Wir sind weit gekommen, aber manchmal stellst du fest, du stehst auf der Stelle, es geht nicht mehr voran. Ja, es fühlt sich alles so gewohnt an. Und jetzt jemanden an der Seite zu haben, der etwas mehr in der ich will nicht sagen, dass du keine Lebensfreude hast, aber etwas mehr in der Leichtigkeit, weil vielleicht viele Dinge noch nicht so etabliert sind. Und mit einer jugendlichen Neugier auf die Dinge schaut,
gibt auch dem älteren Menschen die Möglichkeit, nochmal neue Perspektiven zu bekommen. Und erst das macht Wachstum nochmal richtig möglich. Und deswegen ist es nicht verkehrt, sich ältere Menschen in das Leben zu holen, die sie begleiten. Das muss nicht immer ein Partner sein. Das kann ein Mentor sein. Ja, aber es darf auch der Partner sein. Schluss mit diesen Tabus. Genau, also wenn du den richtigen Partner oder den richtigen Mentor an deiner Seite haben möchtest, vielleicht auch mal in Beziehungsfragen, dann kannst du natürlich auch in den Shownotes klicken, auf deinen Link klicken und dir dein erstes kostenloses Gespräch mit uns vereinbaren. Ich kann dir versprechen, unser Team ist auch generationenübergreifend von 25 bis, ich möchte gar nicht sagen, wie alt sind die Ältesten bei uns, 55 oder so, um das Alter. Also bei uns kriegst du auch einen großen generationalen Vorteil für deine Beziehungsarbeit und für deine Arbeit an deiner glücklichen Beziehung. Und wenn du das wirklich möchtest, dann ist natürlich dein Zeitpunkt gekommen, dir bei uns einfach mal einen Termin zu vereinbaren. Ich möchte noch eins am Schluss sagen, weißt du? Wir hängen manchmal so in der Gesellschaft fest und haben im Kopf, was andere sagen. Aber ich sag dir eins, Liebe kennt kein Alter. Ja, das Alter selbst sollte nicht das Hauptkriterium für eine Beziehung sein, sondern es geht um Liebe, Verbindung und Kompatibilität zwischen euch, zwischen zwei Menschen. Und wenn du das Gefühl hast, Mensch, ich fühle mich hingezogen, aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass das Umfeld das nicht mag, dass sich das hemmt, dann bist du hier genau richtig. Denn wir unterstützen dich. Ja, wir unterstützen dich dabei, in deine Leichtigkeit zu kommen, das zu leben, was du wirklich liebst. Deinen Partner, deine Partnerin. Wie du gestärkt aus einer Trennung herausgehst oder eine Beziehungskrise erfolgreich meisterst, verraten dir Felix Heller und Ralf Hofmann. Vereinbare jetzt einen kostenlosen Beratungstermin unter www.beyondbreakup.de.